Ja, Freunde, was geht? Whitey und herzlich willkommen zum Zauberknilch Creation Day Part Nummer 5 müsste es mittlerweile sein. Und jetzt, Freunde, kreieren wir uns den Magie-Zauberknilch. Willkommen beim Kreationskristall Portalmeister. Hier kannst du deinen eigenen Imaginator erschaffen. Wähle zuerst eine Kampfklasse. So, Freunde. Jede Klasse setzt einen einzigartigen. Der Magiezauberknecht beschwört Bälle, die sie mit Magie füllen, auf die Skyländer werfen. Bla, 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 damit wir da die Gegner attackieren können. Okay, Freunde, also Magiebälle werden auf Gegner geworfen. Also der Gegner wirft auf uns, weil wir ja der Gegner sind. Wisst ihr, wie ich meine? So meine ich das auf jeden Fall. Und in Swap Force, was steht hier? In Swap Force konnten die Magie-Zauberknilche andere Gegner sogar unsichtbar machen. Ja, wenn das so ist, Freunde, ja, wenn das so ist, stellt sich natürlich für uns die Frage, in welcher Form werden wir den jetzt bauen? Eine sehr interessante Frage. Ich würde ja persönlich zum Bogenkämpfer sagen, aber naja, ich weiß es persönlich wirklich noch nicht. Wirklich nicht. Also eigentlich müsste man jetzt auch Zauberer machen, weil wegen Magie Bälle werfen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob das andere auch können. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist jetzt hier die Frage. Und wenn das schon so ist, dann müssten wir das wahrscheinlich machen. Ich habe ja noch ein paar Kristalle hier, also der Zauberknilch, der ist ja noch nicht vorbei. Aber rein theoretisch müssten wir was anderes machen. Wir machen den Bogenkämpfer, Freunde, wie ich es auch machen wollte, oder? Ja, wir machen den Bogenkämpfer, komm. Bogenkämpfer, bist du bereit, einen Bogenkämpfer zu kreieren? Die Wahl ja. Der Kampfklasse ist eine endgültige. Du sollst doch nicht hier die Leute anlügen. Ein Bogenkämpfer ist geboren. Erwecke deine Fantasie jetzt zum Leben. Gott. Bogenkämpfer ist geboren. So, Freunde. Eine Magic Zauberknüt. Magie. Zauber. Knilch. Knilch. Jawohl. Zack, okay. So, Sprache und so weiter machen wir gleich, wenn ich erstmal das Aussehen habe. Jetzt kümmern wir uns um den Kopf, Freunde. Und Kopf ist natürlich nicht so schwer. Dann nehmen wir wieder den. Yeah, wie sieht denn unser Magiezauberknecht überhaupt aus? Da, so sieht er aus. Okay, ich weiß Bescheid. So, Augen sind natürlich wieder wie gehabt. Mal wieder schön leuchtend. Ohren lassen wir weg. Brust, so, Freunde, gibt eine wunderbare Magiebrust. Ich habe schon überlegt, ja, irgendwie sowas, ob wir nicht baufreies Oberteil, ob wir da nicht so Ninjini-Art-Style gehen. Wisst ihr, wie ich meine, Freunde? Weiblicher Zauber kriege ich natürlich hier so Spulenbrust, ne? Das ist natürlich nicht verkehrt, würde ich sagen. Ja, das gefällt mir alles ganz, ganz gut sogar, muss ich persönlich zugeben. Ja, doch, gebe ich offen und ehrlich zu, da kenne ich nichts. Hier, das gefällt mir natürlich irgendwie mit am meisten. Obwohl ich jetzt gerade sagen musste, hier die Echsenbrust, ne, die war geil. Die ist geil. Die ist wirklich awesome. Und die lassen wir auch. Ja, die lassen wir. So, Freunde, gibt's hier Hexenärmchen? Ja, okay. Doppelte Gurtarme. Ja, passt auf jeden Fall dazu. Wir nehmen die Hexen, Freunde, wir nehmen die Hexen. So, Hexenbeine. Die nehmen wir definitiv nicht. Die waren ja mega schlecht, ey. Mein Gott, waren die hässlich, oder? Guck mal. Mein Gott, ist das hässlich gewesen. Nee, das können wir definitiv nicht nehmen. Dann müssen wir etwas nehmen, was so, ja, was wir einfarbig machen können. Mein Gott, nee. Was können wir denn einfarbig machen? Prinzessinnenbeine. Oh nein. Wie sweet. Sauknapfbeine. Hexenbeine sehen so abartig aus, ne? Bikini und Stiefel gehen natürlich auch nochmal klar, wenn wir das dann farblich alles anpassen. Wir brauchen gleich so ein ganz dunkles Lila auf jeden Fall. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ich will das nicht nehmen. Soll ich das hier nehmen? Cool! Also cool ist das noch nicht. So cool ist das definitiv noch nicht, mein Freund. Also bleib mal schön locker, geschmeidig um die Hüfte. So, ich. Gleich gibt's
Gleich. Gleich. Gleich gibt's Bogensalven. Bogensalven, gleich. Alter, oh Mann. Gleich gibt's. Magisch. Gleich gibt's Bogensalven. Bogensalven. Gleich. Gleich. Gleich gibt's Bogensalven. Bogensalven. Ist nicht der Mittelfinger, ne? Das sieht von hier vorne so wie ein Mittelfinger aus, seht ihr das? Aber von hier nicht mehr so. Ich wollte es euch nur mal zeigen. So, haben wir Schüsse. Teleport-Sprints haben wir hier. Einmal so den Dreh raus mit den Zauberknöllchen, ne? Da muss man echt sagen, ist es irgendwie einfacher, wisst ihr, wie ich meine, die Dinger zu kreieren. Also muss ich echt mal so sagen, wie es ist. Ja, also schlecht ist es auf jeden Fall nicht. So, wo ist, haben wir denn hier die schöne Magie-Aura, die hier? Klasse. Geil. So, Freunde, schauen wir mal eben nach den Waffen gucken. Gibt es eine Magie? Da. Zauberknecht haben wir schon umbenannt. Musik haben wir schon drauf. Kräfte haben wir drauf. Bis jetzt. Und wird auch gleich natürlich dann nochmal wieder geändert. Bogensalven. Bogensalven. Okay. So, hallo Bass. Hey! Schön, dich zu sehen, Skylander. Yo! Lass uns loslegen. Lass uns Gas geben, Digga. Wir hauen rein, ja? Okay, Broccoli Guy freut sich schon darauf, die Action zu kommentieren. Er freut sich und ist ein wenig hungrig. Wie wär's, ihr kämpft und ich bestelle eben eine Pizza. Ab dafür. Oh. Ein guter Start für den Skylander. Abracadabra. Hi! Hey, guck mich mal an, bitte. Du bist Feuer, ne? Oh, Broccoli Guy kann deinen Schmerz spüren. Wer ist Feuer? Skylander. Also, ich meine nicht wirklich, das war mehr so eine Metapher. Ja, das war's dann wohl. Kann es sein, dass wir nicht so stark sind, muss ich sagen? Aber das sind ja die Bogenschützen allgemein, die sind ja alle nicht so stark. Mit einem Booyah. In meinem Kopf klang das nicht so schlecht. Ich muss das hier mit der Rakete wegmachen. Ey, boah, da passe ich. Achso. Oh, ich verstehe. Der Skylander ist aufgestiegen. Ich hatte ganz vergessen, dass das geht. Warum sind denn die Schafe plötzlich Schafe. Größer? Oder waren sie das schon immer und ich wusste es bloß nicht? Ein kleiner Tipp unter Freunden. Die Skylander sollten sich... Ja, ich weiß. Boah, das Alter, das war so viel Glück, ne? Boah, war das Glück, Alter. Boah, das war richtig Glück, ey. So, okay. Cool. Ja, Schulterschutz brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht ganz ausrasten, ja? Im Endeffekt, durch diese ganze Magie-Aura sieht man sowieso nichts. Wie seht ihr das da? Du siehst ja im Endeffekt sowieso nichts, ja? Also ist es ja... Achso, warte mal. Also ist es ja sowieso im Endeffekt egal, was du machst. So, hier haben wir die Magiekugeln, sehr schön. Vermächtigen... So, okay. Daumen, wer weiß, vielleicht. Stufenaufstieg. Oh, ja. Wow, der ist ja cool. Hab ich ja noch nie gesehen. Was ist das denn? Warum tun die Bösewichte sich das noch an und gehen nicht einfach nach Hause? Ja, wir sind bestimmt alle gemeinsam angereist. Ihre Kreise. Zack, so, jetzt machen wir mal hier die Magiebälle. Ja! Mega! Wow, wir haben hier einen klassischen Fall von einem besiegten Gegner. Sehr cool. Arch, Baby. Ich mag diese Käfer nicht. Ich auch nicht, Alter. Ich auch nicht. Sind als hohe Favoriten in den Kampf gegangen. Und so ich mag die auch nicht. Also das zeigt mal wieder, wie leicht es ist, als Buchmacher zu arbeiten, Kirkel. Die Leute, die sowieso alles gewinnen, als Sieger vorherzusagen, das ist nun wirklich nicht schwer. Nein, absolut nicht. Oh, oh, wir brauchen einen Kammerjäger. Oh, schön. Booyah! Ich musste jetzt einfach den Skylander bejubeln, der gerade aufgestiegen ist. Mit einem Booyah. Booyah! Das ist nicht so schräg. Das war bestimmt kein gutes Gefühl. Magie!
Gegner kannst du auf Wiedersehen sagen, obwohl ich kaum glaube, dass er dich hören wird. Ah, geh kaputt hier. Los, los, los. Ey. Auf Wiedersehen. Das war gerade hier diese Glückssache, ne? Alter, warum können die sich eigentlich nicht selber alle hauen? Ja, das verstehe ich. Boah, jetzt wieder ein Stufenaufstieg, bitte! Alter! Das war bestimmt nicht schön, aber auch nicht. Nimm meine Magiekugeln! Ja, Hochmut kommt eben vor den Fall. Stufenaufstieg! Ja, aber... So! Oh, schon Level 10, ey. Meine Güte. Teilweise geht's aber echt schnell auch, muss ich sagen. Na, ist schon echt krass. Hallo? Hallo? Na gut hier. Noch nicht so frech werden hier. Du böse Schaf. Gleich wirst du geschoren. Dann schluckt noch einer Staub und glaub mir, das schmeckt gar nicht. Ich meine, Staub gar nicht gut. Luftknilche, aber... Diese Bösewichte haben einfach keine Chance. Nicht mal den Raub einer Chance. Blablabla. Jetzt ist vielleicht ein guter Moment, um Brokkoli-Ei einzuwechseln. Oh, Moment, das war ein total anderes. Oh, warte, 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 warte. Greif mich, Alter, 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 ich kann nicht schwimmen. Alter, wenn ich hier kaputt gehe, ne, dann drehe ich am Rad, ey. Alter. Ist das nicht ein wunderbarer Tag für eine Arena-Kampf? Oh Gott, mir juckt die Nase, ey. Allerdings, wobei ich zugeben muss, dass ich hier noch keinen Wetterumschwung erlebt habe. Ernsthaft, das Wetter ist hier immer gleich. Geht doch kaputt endlich! Glück gehabt! Jemand so richtig sein Fett weggekriegt. Ich glaube, ich muss jetzt wieder ein paar Klassiker machen. Ja, wieder ein Zauberknirchen. Leben. Alter, mir juckt die Nase, ne? Geht gar nicht. Boah, ey, das nervt. Ich meine, Staub gar nicht gut. Okay, ein Schritt weg. Nach dem Haben hat der Skylander jetzt wieder den richtigen Biss. So, Hamlet. Die Skylander beginnen so langsam, diesen Kampf zu dominieren. Schwer vorstellbar, dass die Bösewichte das noch drehen, aber noch kann alles passieren. Bei diesem Arena-Kampf gibt es eben keine Regeln. Der Skylander muss etwas einstecken. Etwas, Alter? Ich war gerade kurz vor knapp kaputt, Alter. Das darf doch nicht passieren. Wow, wir haben hier einen klassischen Fall von einem besiegten Gegner. Boah, was ein Glück ich doch mal wieder hatte, oder? Was ein Glück ich doch mal wieder hatte. Meine Güte, ey. Boah, mir juckt so hart die Nase. Sie haben ja gerade gewonnen, also 100%. Skylander, das war einfach großartig. Und ich meine das im... So, gib mir meine Kiste. Spitzerschutz. Okay. So, Freunde, das war der Magie-Zauberknilch. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir dann mit dem Daumen nach oben. Abo da lassen, um keine Folge mehr zu verpassen. Und das war's doch nicht, Freunde, von dem Zauberknilch-Day. Es geht noch weiter. Vielen Dank. Haut rein, Freunde. Peace.